Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmensphilosophie. Für die BIG selbstverständlich. Österreichs größtes Immobilienunternehmen lädt zur Präsentation des zweiten Nachhaltigkeitsberichts in die BIG Hauptzentrale. Ja, wir haben seit dem letzten Mal wirklich dazugelernt. Wir haben ein Management aufgesetzt, ein Nachhaltigkeitsmanagement, das die vielen, vielen Komponenten, die dazu beitragen, ein Unternehmen und die Handlungen Nachhaltigkeit zu gestalten, zusammenfasst und bündelt. Wir haben entwickelt ein Programm, das fortgeführt wird, Holistic Building Program, mit 35 Punkten für Neubauten, 23 für Sanierungen, wo wir dem Kunden Angebote machen können, wie kann man ein Gebäude in der Planung und nachher in der Umsetzung und im Betrieb besser auch für den Kunden gestalten, ohne dass es viel mehr an Investitionsmitteln kostet. Und wir haben eine ganze Reihe an Maßnahmen auch im Unternehmen gesetzt, im Sinne der Bewusstseinsbildung. Der Bericht zeigt auf, was im Bereich der Nachhaltigkeit alles möglich ist und trägt so zur Überzeugungsarbeit bei. Das Thema Nachhaltigkeit oder nachhaltige Gebäude braucht immer zwei Seiten. Zum einen den Errichter, Gebäudeeigentümer, der in diesem Fall eben die BIG oder die ARE sind. Aber es braucht vor allem auch den Nutzer, der für dieses Thema ein entsprechendes Bewusstsein hat, der auch bereit ist, hier diese Themen mitzutragen und am Ende auch bereit ist, gemeinsam diese Themen zum Teil auch zu finanzieren. Wir haben mittlerweile eine Vielzahl von Gebäuden und Gebäudekomplexen, die zertifiziert sind. Insgesamt sind es derzeit 13, wobei da große Gebäudekomplexe wie beispielsweise auch der WU Campus dabei sind. Wir legen auch Augenmerk auf den Einsatz von Energietechnologie. So sind beispielsweise 3/4 unserer Gebäude mittlerweile an Fernwärmenetze angeschlossen. 1/3 unserer Gebäude hat Niedrigenergiehausstandard. Also in Summe gibt es da sehr, sehr viel, das sich in diesem Bereich bewegt. Viel bewegt hat auch schon der 16-jährige Gastredner Felix Finkbeiner mit seiner Kinder- und Jugendinitiative Plant for the Planet. Dadurch konnten bereits 12,6 Milliarden Bäume gepflanzt werden. Wir sind sehr erfolgreich damit, weil ich glaube, Erwachsene verstehen, dass wir das, weil dass es uns um unsere Zukunft geht. Denn wir Kinder und Jugendliche werden ja all die Probleme ausbaden müssen, die heute nicht gelöst werden. Also die Klimakrise und die Gerechtigkeitskrise. Und genau deswegen müssen wir jetzt handeln, zum Beispiel indem wir den CO2-Ausstoß reduzieren oder auch dadurch, dass wir Bäume pflanzen. Ich finde es klasse, dass BIG sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt, dass jetzt schon zum zweiten Mal ein Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht wird. Aber da ist natürlich noch eine Menge Potenzial. Mit all den 2800 Gebäuden kann auch eine Menge getan werden. Ja, und das sehen die Gäste genauso. Wichtig ist sozusagen, dass dieser, vor allem auch der Nachhaltigkeitsreport, das auch gelesen wird, angeschaut wird. Die Events sind schön und gut, ja. Das gute Essen ist auch schön und gut, aber jetzt geht es dann ins Eingemachte, das umzusetzen, was geplant ist. Und ich glaube, dass so Dinge wie eben dieses Holistic Building Program der BIG ein großes Versprechen für die Zukunft sind. Wir sind selber Planer und natürlich nimmt man mit, dass man das in weitere Projekte noch mehr einfließt, als wir sowieso schon tun. Und das war wieder ein super Ansporn und da muss man sich bei der BIG bedanken, dass sie solche Veranstaltungen macht und solche Vortragenden einlädt. Ich finde es sehr wichtig und auch sehr toll von der BIG, dass sie sich in dem Thema engagiert und dass sie das auch mit so einer konsequent ins Haus trägt. Nachhaltigkeit ist einfach eine langfristige Ausrichtung. Ich glaube, dass wir hier einen wesentlichen Schritt getan haben mit diesem Bericht, aber man kann immer mehr machen. Und so wird sich die BIG auch weiterhin für Verbesserungen im Bereich der Nachhaltigkeit einsetzen, um Raum für die Zukunft zu schaffen.